Der FC Bayern München ist wie gewohnt souverän in die Saison reingestartet, aber jetzt trifft man auf keinen geringeren als Borussia Mönchengladbach. 3-2, 1-1, 2-1, 5-0 und nochmal 1-1. Das sind die letzten 5 Spiele von Gladbach gegen die Bayern. Ich glaube, man kann mit absoluter Überzeugung sagen, das ist Bayerns Angstgegner Nummer 1. Was eine kranke Statistik. Heute Abend treffen also die beiden Traditionsvereine im Borussia Park in Gladbach wieder aufeinander. Und die einzige Frage, die sich stellt, ist heute, schafft es die Borussia, die Münchner mal wieder zu ärgern? Und damit herzlich willkommen hier aus Mönchengladbach, wo heute die Borussia gegen den deutschen Meister spielt, den FC Bayern München. Historisch auch schon mal ein sehr, sehr krasses Spiel gewesen und natürlich diesmal auch einfach wegen dem Fakt, dass Bayern die letzten 5 Spiele gegen Gladbach nicht gewinnen konnte. Also Bayern wird auf jeden Fall hoch motiviert sein, die Statistik ein bisschen auszubessern. Gladbach natürlich auch sowieso jedes Mal gegen Bayern besondere Spiele hier in Gladbach. Und ich freue mich einfach extrem, hier dabei zu sein, am Start zu sein und mir das Ganze entspannt anschauen zu können. Ich musste da bloß gerade auf der Zugfahrt hier hin schon wieder das Hertha-Spiel anschauen. Und hat es einfach hinbekommen, 4-mal in Führung zu gehen und trotzdem am Ende noch 6 Gegentore zu bekommen, das noch zu verlieren. Ich schaffe das bald nicht mehr. Ich bin einfach Bayern-Fan, glaube ich. Das ist jetzt bereits schon mein 5. Mal hier in Gladbach. 2-mal mit Hertha, 1-mal gegen Frankfurt und dann 1-mal im Derby gegen Köln. Deswegen, man könnte sagen, ich bin schon ein absoluter Gladbach-Experte, kenne mich hier bestens aus. Innenstadt kenne ich auch schon ziemlich gut. Ihr wisst, ist jetzt nicht überragend, würde ich sagen. Aber deswegen geht es heute mal woanders hin. Und zwar laufe ich gerade hier schon durch die Straßen und zwar in Richtung Norden der Stadt, eigentlich entgegengesetzt in Richtung vom Borussia-Park. Aber vielleicht wissen ein paar Gladbach-Fans jetzt schon, wo es hingeht. Da gibt es einen ganz coolen Ort, den ich mir gerne nochmal anschauen wollte. Noch schon gleich da, glaube ich, und da gehen wir jetzt erstmal hin. Da haben wir nämlich schon mal jetzt die Bökelstraße, denn hier ist nämlich der Bökelberg. Und zwar liegt hier im Norden der Stadt das alte Stadion von Borussia Mönchengladbach, existiert mittlerweile nicht mehr, sondern ist eben hier ein Park und mittlerweile auch schon eine Wohnsiedlung hier nebenan. Aber man kann eben noch einige Sachen gut erkennen. Schaut mal, wie krass man hier erkennen kann, dass das hier mal ein Stadion war. Man sieht genau noch hier die Tribünen, die hier entlang gehen. Hier war dann eben der Rasen. Trotzdem, diese ganze Seite kann man noch komplett nachvollziehen, wo das Stadion mal stand. Richtig geil. Und hier waren dann die Leute auf den Tribünen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt noch Originalteile sind, hier das Geländer und die Stufen. Klar, der Rest wahrscheinlich auch ein bisschen angepasst dafür, dass der Park jetzt hier gut reinpasst. Ich muss sagen, ich finde die Vorstellung extrem geil, dass hier ein richtiger Hexenkessel mal war. Da vorne die Fans hier an den Seiten. Man kann die Form noch richtig gut nachvollziehen. Dann war das safe so immer. Zack. Und dann so. Borussia. Borussia Mönchengladbach. Und das war ungefähr so die Spielerperspektive. Und hier wurde auf dem Rasen. Zack, zack, zack. Wurde hier gekickt. Hier das Tor. Hier steht hier zum Borussia Park 6 Kilometer mit dem Fahrrad. Das werden wir jetzt diesmal nicht machen. Ich glaube, schlau ist man jetzt einfach sein, zurück zum Hauptbahnhof. Und dann schauen wir von da aus mal weiter. Hier auf dem Platz ist sogar irgendwie eine kleine Statue mit einem Fußball. Und hier steht sogar Pokalsieger 1960, 73 und 95. Ah, noch mehr. Warte, jetzt noch mehr. Hier ist noch das hier. Achso, und deutscher Meister auch noch. 70, 71, 75, 76, 77. Die in den 70ern waren hier komplett krass Gladbach. Das heißt, anscheinend sind jetzt hier alle Titel aufgelistet. Oder bis zu einer bestimmten Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, das war mein allererstes Video mit Bayern-Beteiligung. Obwohl, nee, einmal war Bayern auswärts im Olympiastadion bei Hertha. Aber trotzdem an die Bayern-Fans. Servus, ich bin's, Danins, in Minga, daum. Servus. Ich bin's, das ja du. In Minga Daum. Ja, die Münchner hatten ja auch wilde Tage hinter sich, besonders gestern war das. Ja, gestern am Transfer Deadline Day. Ich sag mal so, Palinha, Bella Kotschap. Also da war einiges los. Am Ende hat doch kein Transfer mehr geklappt. Aber trotzdem Gravenberg, Stanisic und Pavard abgegeben. Jetzt wird vielleicht Conny Leimer rechts als Backup eingeplant oder eben Bounassar muss auch einmal wieder spielen. Also ganz souverän sah das nicht aus. Also besonders Rechtsverteidiger im Mittelfeld, wenn da mal ein, zwei Spieler ausfallen, dann könnte es ein bisschen brenzlig werden für die Bayern. Aber einen haben sie ja noch. Natürlich, es wurde schon viel über ihn geredet. Wie fast wirklich unvorstellbar, dass Harry Kane das Bayern-Trikot trägt. Harry Kane! Harry Kane! Natürlich sind 100 Millionen ja extrem viel Geld, fast zu viel Geld für einen Fußballspieler. Aber trotzdem muss ich sagen, finde ich den Transfer ziemlich stark. Jetzt kein Hottag, aber ich denke schon, dass er Top-Torjäger werden wird und den Bayern auch sehr gut tun wird vorne drin. Hab sehr Bock, so einen Weltklasse-Stürmer heute live im Stadion zu sehen. Aber maybe Hottag, vielleicht
spielt ihm ja, wie heißt der, Cvancara? Cvancara. Heute die Show. Zurück im Hauptbahnhof, wir werden auch schon Gladbach-Sachen hier verkauft in dem Bus. Einige Gladbach-Fans sind schon unterwegs. Ich habe auch schon einige Bayern-Fans gesehen, aber die gibt es ja sowieso in ganz Deutschland verteilt. Hier an dem Gleis da oben habe ich, glaube ich, schon mal 5 Stunden nachts verbracht. Ich glaube, mein Zug ging ja um 6 Uhr morgens oder so, weil ich meinen anderen verpasst hatte. Da haben wir schon das erste Kane-Trikot. Alright, rein in den Shuttlebus und dann ab zum Borussia-Park. Boah, Russland war extrem heiß, aber da sind wir jetzt angekommen. Am Borussia-Park immer wieder ein geiles Stadion, wie ich finde. Bin immer gerne hier. Sonne strahlt auf. Hier vor uns der Vorplatz mit den verschiedenen Ständen, Biergarten. Jetzt wurden auch die Spiele gezeigt. Und hier ist die Gladbacher Kurve hier vorne. Aber wie man vielleicht sieht, auch hier extrem viele Bayern-Fans. Ne? Also hier rot, rot, da vorne rot, da hinten ist auch rot. Das ist krass. So, ich habe einen Zuschauer getroffen. Gladbach-Fan, was ist dein Tipp heute fürs Spiel? Ja, leider muss ich realistisch bleiben. Es geht höchstwahrscheinlich an die Bayern. Aber, glaubst du wirklich? Nicht noch ein erneutes Wunder, mal wieder? Ich gehe mal mit der Euphorie natürlich ins Stadion. Deswegen hoffe ich vielleicht auf eine Überraschung. Aber in der Saison geht es halt eher realistisch gesehen. Hoffen wir, dass wir gegen die, nicht gegen die Top-Teams die Punkte holen, sondern eher gegen die Teams, die ein bisschen weiter unten sind. Das hat in den letzten Jahren sah es genau andersherum aus. Jetzt muss die Mannschaft finden. Ein Tipp würde ich sagen. Unentschieden vielleicht drin? Ja, 1-3 für die Bayern. Ah, okay, okay. Risikotipp, sag ich mal. Du bist noch pessimistisch, aber damit dann, falls es passiert, dann ist man umso glücklicher, ne? Ja, aber Risikotipp würde ich mal sagen, 2-2. Sehr geil. Und der gute Mann hat mir vielleicht auch noch einen Gladbach-Schal geschenkt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ne, sehr korrekt. Ich bin ja gut aufgenommen. Das Spiel kann ich jetzt auch gleich los und ich freue mich extrem. Hier direkt in dem Stadion auch die Trainingsgelände von der Borussia. Bisher nur ein Punkt, ein Unentschieden gegen Augsburg. Am zweiten Spieltag gab es die Niederlage hier zu Hause gegen Leverkusen, was vielleicht auch ein schwieriger Gegner ist. Heute Bayern, nicht viel einfacher. Wirklich ein sehr schwieriger Saisonstart, würde ich sagen. In meiner Prognose ist sie auf Platz 9. Ich glaube, Borussia kann oben mitmischen, kann aber auch nach unten gehen. Wird eine interessante Saison. Aber wie ihr seht, ich bin jetzt auch schon drin. Deswegen geht es für mich jetzt auch rein ins Stadion. Das sind die Plätze hier rechts neben mir, der Auswärtsblock. Vorne die Gladbacher Kurve und die Spieler machen sich schon mal warm. Und da ist er, der Mann, über den so viel in den letzten Wochen geredet wurde. Natürlich Harry Kane, auch der Rest nicht. Ich sehe da Sané, Coman, Müller, Davis, die komplette beste Mannschaft. Das wird schon schwer für Gladbach, sage ich ehrlich. Geht schon mal richtig laut los. Ich glaube, er am Barca-Trikot ist immer falsch abgebogen. Aber die Bayern-Fans sehen einfach auch schon gut. Lautstärke soll ja auswärts auch sehr viel stärker sein als zu Hause.
Torwart geht auch mit nach vorne. Das war's! Der FC Bayern München besiegt seinen Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Sonnenuntergang beim Borussia Park. Tatsächlich schlägt am Ende doch Bayern Gladbach mit 2:1 und das auch verdient. Ich sage, die zweite Halbzeit war schon echt schwach von Gladbach. Viel zu passiv, viel zu defensiv, wirklich nur noch hinten reingestellt. Da war es irgendwann klar,
was die beiden Tore fallen. Aber es war tatsächlich echt knapp. Ich fand eure Stimmung von beiden überragend. Am Anfang mehr Gladbach. Klar, am Ende, wo Bayern gepusht hat, dann war echt der Bayern-Block extrem, extrem stark. Also auswärts wirklich fantastisch, die Bayern-Fans. Oh ja, sie haben ihren Fluch gebrochen, schlagen Gladbach damit. Damit ein perfekter Start für die Bayern nach 3 Spielen. Und Gladbach steht immer noch nur mit einem Punkt da. Aber klar, waren heute 2 schwierige Gegner. Ich glaube schon, dass die Gladbacher es am Ende noch fangen werden und am Ende im Mittelfeld irgendwo bleiben werden. So, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ich konnte euch den Tag über gut mitnehmen. Wenn das der Fall war, lasst auch gerne ein Abo da. Hier auf Instagram auch gerne vorbeischauen, da verpasst ihr auch nichts mehr. Und auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Da habe ich letztens mal einen Teststream gemacht, hat alles funktioniert, auch echt Spaß gemacht. Deswegen, da wird öfter mal was kommen. Also ist alles unten in der Infobox verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei. Und wenn euch das Video unterhalten hat, dann freue ich mich auch gerne über ein Abo und einen Daumen nach oben auf dem Video. Und ja, ein geiler Tag hier zu Ende. Ich werde jetzt direkt schlafen gehen. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Mal schauen, was das sein wird. Ciao, ciao.